Hallo, ich hatte mal die Idee, könnte man nicht seinen Desktop auf sein Android-Tablet oder Telefon erweitern? Weil ich habe, wie man vielleicht sieht, einen 13,7 Zoll. Da stört mich weniger die Größe, also die Bildfläche stört mich weniger als der Bildinhalt, weil das sind nur 1366 x 768er Auflösung. Und das Tablet könnte man natürlich ja nutzen, um sich weitere Bildinhalte, sagen wir mal Chatfenster oder also chatten, irgendwelche Internetseiten, Status leisten, irgendwas läuft ja immer vielleicht im Hintergrund oder Musik auch nur. Genau. Und wie man vielleicht sieht, das Bild ist wesentlich brillanter auf dem Galaxy Tab, also das ist jetzt ein Galaxy Tab 10.1, kein N, also das. Ja, wie soll ich sagen, das außerhalb von Deutschland verkauft wird. Genau, und da wollte ich das jetzt zeigen. Und dazu gibt es das Programm Screen Slider. Das ist von der Firma Redfly, beziehungsweise die ist auch irgendwie nur ein Subunternehmen von irgendeiner anderen Firma. Und da hatte ich jetzt geschaut, also erstmal hatte ich geschaut, welche Alternativen gibt es denn noch dazu, weil das Erstbeste, was man findet, muss ja nicht immer das Beste sein. Und vor allen Dingen, da die App auch nur 79 Cent aktuell kostet, ich glaube, der Preis soll erhöht werden auf 1 Dollar, Quatsch, auf 1,50 €. Und da gibt es noch eine andere, nennt sich iDisplay und kostet dafür 3 Dollar. Das wollte ich jetzt aber erstmal nicht ausprobieren, sondern nur, ja, erstmal 79 Cent, weil, hey, ich dachte, ein Becher Kaffee an der Schule oder an der Uni kostet genauso viel. Beziehungsweise ein guter Kaffee. Und ja, investierst du gerade mal, dachte ich. Okay, und dabei habe ich dann ja, die App mal runtergeladen. Natürlich braucht man dazu eine Software am PC. Bei mir ist es jetzt hier auch der Laptop. Und die App, die man sich so runterlädt. Die Software, die man sich runterlädt, kann man auf der Seite von denen finden, von Redfly. Redfly ist Screen Slider, das werde ich auch noch verlinken. Also kann jeder sofort runterladen. Die App wird unabhängig von der PC-Software aktualisiert, das ist natürlich klar. Obwohl die PC-Software automatisch nach Updates sucht. Und von daher sollte das eigentlich kein Problem sein. Wenn man die PC-Software hat und startet, dann muss man einmal neu starten. Der installiert eine extra Grafikkarte. Aber ich denke mal, ich zeige hier erstmal die PC-Software. Die habe ich bei mir natürlich schon gestartet, beziehungsweise die startet sich automatisch. Ich gehe jetzt hier mal bei Settings und gucke mal. Oh, Stativ, Stativ. Super. Ja, viel Zoom habe ich hier nicht. Aber ich hoffe mal, das kann man sehen. Man kann hier auf jeden Fall erstmal einstellen, soll ja Run on Startup, Display Startup Manage, ne Message und Check for Updates. Und dann kann man dann auch Mirror Desktop, also dass das dann sozusagen nur gespiegelt wird. Es gibt zwei unterschiedliche Versionen, es gibt die Standardversion für 79 Cent und die Pro-Version für, das weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt erstmal nur für die Standardversion entschieden, weil hey, ich will ja eigentlich nur mein Desktop erweitern. Die Pro-Version hat zusätzliche Funktionen, dass die Tastatur angezeigt werden kann. Also, dass man auch die Touch-Bedienung des Tablets benutzen kann und Pinch-to-Zoom im Desktop und so weiter. Weil das Ganze funktioniert nur einen kleinen Trick. Es werden eigentlich nur komprimierte JPEGs übertragen. Und kein Video oder sonstiges, weil es ja ist klar. Also es gibt aber das gleiche ist bei iDisplay, da wird das auch so gemacht. Und dann gibt es noch eine andere Software, die ist aber wohl noch nicht für Android entschieden, sondern bis jetzt nur für iOS. Die aber auch für Windows, also klingt komisch. Also diese Software nennt sich oder kommt von der Firma Maxi Vista. Die sind eigentlich Vorreiter darin gewesen. Die hatten das schon seit etlichen Jahren, also bestimmt schon seit über 5 Jahren, bauen die Software dafür, dass man seinen Desktop auf einen anderen PC erweitern kann und solche Funktionen. Und ja, und die haben dann natürlich gedacht, es wäre natürlich eine Schweinerei, wenn wir jetzt kein iOS da bauen würden. Und ich hoffe jetzt noch, dass es nämlich eine Android-Version gibt, weil die haben einige Beschränkungen nicht, die die aktuelle Software hat.
So, dann klicke ich erstmal ja. Also ich habe dann natürlich hier die Position, kann ich anklicken, wo jetzt mein Tablet steht. Das, hier kann man keine Ausrichtung einstellen, das ist wirklich durch den Lagesensor beim Tablet, richtet er das gleich aus. Aber erstmal an welcher Seite? Darüber, darunter geht nicht. Weiß nicht, hätte man vielleicht auch noch anbieten können. Meiner Meinung nach wäre es auch noch schöner gewesen, hätte man das etwas präziser einstellen können, aber naja. Also ich habe jetzt erstmal angegeben, die Kiste steht links von meinem Laptop und klicke auf OK. Also diese Settings stellt man einmal ein. Gehe dann Find Devices. So, und jetzt findet er sozusagen zwei Geräte, beziehungsweise zwei Geräte, die ich einmal schon drin hatte. Jetzt starte ich mein Yet. Und jetzt wird er eigentlich auch schon grün. Also das obere, das Desire, das werde ich auch noch gleich zeigen, wie es auf dem Handy aussieht. Da werde ich die Kamera auch abnehmen, weil das ist echt ein bisschen Fuchslichte. Also. So. Vielleicht sieht man das auch schon, die Bildquelle. Ja, die bewegt sich ja schon. Ich ziehe mal irgendwie hier ein Fenster rüber. Das funktioniert jetzt alles über WLAN. Umso besser euer WLAN ist, muss man sagen, umso besser funktioniert die Sache hier. Hier habe ich jetzt auch nur auf meinem Galaxy Tab habe ich Android 4.03 drauf. Da haben die noch nicht die Netzwerktreiber so richtig optimiert. Da gibt es wohl, das wird noch besser werden. Also hier sieht man, das ist alles schön flüssig. Also ich sag mal, auf meinem Desktop, von meinem Laptop ist alles schön flüssig. Auf dem Galaxy Tab zieht das etwas nach. Man muss dazu sagen, die Latenz ist umso höher. Wenn ich die Maus bewege, das sieht man jetzt gar nicht. Wenn ich die Maus bewege oder ich ziehe mal ein Symbol rüber, wenn es besser sieht. Wenn ich also umso weniger ich verändere auf diesem Bild, umso niedriger ist die Latenz und umso weniger ruckelt es. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, dann zieht das wesentlich mehr nach, als wenn ich jetzt kleine Bildinhalte ändere. Jetzt gucken wir uns mal den Task Manager an. Der komprimiert das Bild sozusagen vor, beziehungsweise teilt das Bild erstmal in lauter JPEGs, die gemacht werden, schaut dann, was dann geändert wird und komprimiert, schickt dann sozusagen die Veränderung immer rüber. Also wenn ich das jetzt rüberziehe, dann ändert sich einmal der komplette Bildinhalt und das merkt man schon. Beziehungsweise auf Fullscreen. Ihr seht dann auch, dass die Auslastung zunimmt. Zum Glück nutzt er zwei Kerne. Also ist jetzt nichts für, wer jetzt ein altes, ich sag mal, ein altes ThinkPad von 2000 hat oder so weiter und das erweitern will, dann könnte es auch schon zu Problemen kommen. Also das ist rein von der Performance her. Was jetzt nicht mehr ist, ich sieht man hier vielleicht, wenn man über dem Adobe Reader ist, Aero deaktiviert. Ist deswegen, weil diese Grafikkarte, die von mir installiert wird, keine Angst, also es ist immer noch eure Grafikkarte installiert, wenn ich das deaktiviere, dann. Genau, die arbeitet im XPDM-Modus. Das ist im XP-Driver-Model. Und das Windows 7 oder Windows Vista, die brauchen, wie nennt sich das? Das WDM, Windows-Driver-Model. Und also ab Version 1. Und Windows 7 hat sogar Version 1.1. Und Windows 8 wird dann 1.2 haben, glaube ich, sogar das. Genau, und Aero braucht mindestens das Windows-Driver-Model und nicht das XP-Driver-Model oder Modus, irgendwie so. Genau, und deswegen läuft das da drin. Die Software von Maxi Vista kann mittlerweile auch, also wenn man das jetzt für iOS sieht, kann auch Aero und ist wohl auch schon sogar schnell genug für Videowiedergabe, denn wenn ich jetzt hier. Oder keine Uhr. Genau, wenn er jetzt der Media Player hier sich öffnet, dann ist es wie das nächste. Ihr könnt also euren. Was ist hier los? Aha. Genau, also das funktioniert problemlos. Euer normaler Desktop hat die normale Performance, die ihr kennt, außer eben, dass kein Aero mehr an ist. Hat die normale Performance, er leckt nichts, er läuft alles super flüssig, da wird alles Hardware beschleunigt.
Wenn ich jedoch auf den hier rüber gehe, dann, also wenn ich hier rüberziehe, dann seht ihr, dann versucht er das zu rendern. Es ruckelt natürlich unglaublich, weil es muss dann durchs WLAN geschickt werden. Und wenn ich jetzt nur auf dem abspielen würde, würde es gar nicht funktionieren. Das ist aber, ja, das sind Sachen, die verschmerzen können, da ich ja eigentlich nur für Chatfenster oder Erweiterungen, also irgendwas, was ich hier nicht mehr haben will, sondern auslagern will, es aber trotzdem auf einen Blick immer schön sehen will. Dafür habe ich das benutzt. So, oder dafür benutze ich das, dafür habe ich es gekauft. Andere Sache, jetzt seht ihr, das ist ja hier alles schön im Landscape-Mode. Jetzt sollte das aber auch im Portrait-Mode funktionieren. Ja, dann ist er immer ein bisschen am Zaudern gerade. Also es dauert immer eine kleine Zeit. So. Also das funktioniert so ziemlich perfekt, muss ich sagen. Dann macht er mal ein bisschen gerade. So, also das funktioniert sehr, sehr gut. Also wie gesagt, hier die Maus hier zu bewegen, ist alles kein Problem, auch das Umwechseln von Bildinhalten oder sonstiges. Nur eben, umso mehr ihr ändert, umso größer wird die Latenz. Das hat sich aber so bald gegeben, sobald die Änderung vollzogen ist. Und umso besser euer WLAN ist, muss man sagen, umso besser ist genau die Verbindung. So, das ist jetzt eigentlich schon so alles, was man sagen konnte. Ich kann jetzt dann da unten die ganze Close Session. Bums. So, jetzt habe ich Aero wieder. Und das beim. Genau, ich kann keine Fenster mehr rüberziehen, das geht nicht mehr. Achso, hier diese ganzen Windows-Funktionen mit dem an den Seiten anpinseln jetzt mal und so weiter, das funktioniert natürlich weiterhin. Ja, genau, und jetzt sieht man schon die Oberfläche von dem Screens leider. Jetzt kann ich dann entweder bei Android ganz normal beenden oder ich gehe bei der Software auf Exit. So, und schon ist eigentlich alles wie man es kennt, alles im Ausgangszustand. Also das ist ziemlich leicht gemacht und auch sehr schön, meiner Meinung nach. So, und jetzt machen wir das was Ähnliches. Ich versuche meinen Kollegen den Fokus einzustellen, weil ich habe. So, hier machen wir erstmal das WLAN an. Das ist jetzt ein altes Desire. Sollte eigentlich, also reicht dafür auch. Also hat jetzt eine Auflösung von 840, Quatsch, 800 mal 480, so. Und jetzt suche ich hier die Software gerade raus. Und also die Software wird immer 1 zu 1 auf die Monitorauflösung ausgegeben. Also wenn ihr jetzt beim Handy eine relativ gute Auflösung habt, ich sage jetzt mal zum Beispiel das Galaxy Nexus, dann habt ihr auch dementsprechend eine große Auflösung, die ihr dann nutzen könnt. Habt ihr eine kleinere Auflösung beim Handy, also jetzt hier entweder 800 oder 480 oder noch kleiner, das kommt in der 320 mal 240 zum Beispiel bei den ganzen Low-Budget-Geräten, dann könnt ihr auch nur diese Auflösung nutzen. Das finde ich nämlich auch sehr schön. Es wird pixelgenau angesteuert. Also jeder Pixel kriegt auch einen Pixel von eurem Desktop dargestellt. Jetzt ist es hier. Also man hat dann hier auch über diese Menütasten kann man dann. Ich kann hier Change Name. Achso, ja, das könnte man jetzt hier sogar noch ein bisschen schön zeigen. Ich versuche hier mal den Fokus noch. Also Change Name, wie das Gerät bei euch auf dem Desktop gelistet sein soll. Meins heißt Desire und das Galaxy Tab, ne, habe ich Galaxy Tab genannt. Ja, Connect to geht hier nicht. Try Pro, also dann könnte man die ausprobieren. Also Connect to, dann könnte man wohl sein Android-Desktop auf ein anderes Android-Gerät erweitern. Weiß nicht. Also jetzt nehme ich hier mal die Kamera raus. Ja, ich.
So. Ich lege das hier mal so hin. Maus. So. Ja, jetzt müsste es schaffen. Connect to Designer. Also es wird erst dann immer aufgelistet. Ja. So, ich sehe jetzt in dem. Da ist es. So. Hier ist wie gesagt alles schön performant und jetzt schiebe ich das darüber. Nö. Also jetzt funktioniert die Maus nicht auf der Glasplatte. Also ihr könnt dann euer Design, das wird jetzt pixelgenau wirklich schön angestellt, sieht ultra scharf aus. Ja, es kommt eine Meldung immer, wenn ihr drauf drückt, weil das Touch nur in der Pro-Version unterstützt wird. Das wissen wir jetzt. Ja, also das läuft ultra toll, finde ich. Also das ist richtig, richtig schön gemacht. Also mit dem Handy ist es jetzt natürlich fragwürdig, muss man sagen. Aber selbst da vielleicht finden manche eine Lösung, beziehungsweise eine Verwendung, dass ich sage, okay, ich habe jetzt mein ICQ-Fenster dort. Weil man muss echt sagen, das Handy-Display ist zwar klein, aber es bietet immer noch viel Bildinhalt. Also ihr seht das hier für so ein Windows-Fenster ist das eigentlich gar nicht schlecht, was hier angezeigt wird. Die ersten Netbooks hatten die gleiche Auflösung fast. Und also wenn ihr sagt, ja, Chatliste vielleicht oder und ICQ-Fenster daneben oder so ein Quatsch, ja, dann läuft das. Oder vielleicht irgendwelchen Fortschritt. Die Software gibt es jetzt für XP 32-Bit, Vista 32-Bit, Windows 7 32 und 64-Bit. Windows Vista 64-Bit fällt leider raus, weil das immer nur eine Grafikkarte eines Herstellers erlaubt. Erst Windows 7 erlaubte wieder, zwei Grafikkarten unterschiedlicher Hersteller zu installieren. Ja. Deswegen nur Vista 32-Bit. Ja, und das war's jetzt eigentlich. Ach ja, der Key wird von eurem Gerät, das ihr hier habt, auf euren Desktop übermittelt. Ihr habt, glaube ich, fünf Keys darin und ihr könnt sozusagen fünf unterschiedliche Rechner damit verbinden. Ich habe jetzt schon zwei, meinen Arbeitslaptop und meinen privaten Laptop. Und ja, ich denke mal, fünf sollten eigentlich ausreichen. Sonst denke ich mal, werden die sich da ziemlich kulant zeigen, dass man, wenn man denen jetzt eine freundliche E-Mail schreibt, dass einem dann sagt, ach Kollegen, wie sieht's aus? Ich habe hier noch, ich bräuchte noch einen Key. Also dadurch lizenziert sich die Windows-Software. Warum überhaupt lizenziert werden muss, ist eine andere Frage. Also das sehe ich jetzt gar nicht ein, weil dann hat man ja nur einen Teil. Mit einem Teil kann man ja nichts anfangen. Und wenn man jetzt sich die lizenzierte Android-Version davon, also man muss ja die Android-Software noch lizenziert haben, beziehungsweise die lizenziert sich ja automatisch, das reicht doch vollkommen. Da eine unlizenzierte, das wäre ja Quatsch. Naja. Und ja, also ich bin ziemlich zufrieden und auch ein bisschen beeindruckt von der Software. Geht auch bei schlechtem WLAN, also auf der Arbeit haben wir relativ schlechtes WLAN, beziehungsweise nicht schlechtes WLAN. Aber dieses WLAN ist sehr stark ausgelastet. So dass das aber, das funktioniert auch. Die Latenz ist manchmal ein bisschen höher. Wenn sie ein bisschen höher ist, dann gleicht das auch wieder aus. Also die Verbindung hatte ich bis jetzt noch nicht, dass es irgendwie abreißt oder so weiter. Damit kommt er eigentlich super zurecht. Für alles, also bei mir hat das eher darstellerische Zwecke, also dass da vielleicht ein Ladebalken, ein Chat oder sowas dargezeigt wird. Das ist super. Dafür ist das voll und ganz okay. Was ich hoffe, ist, dass das jetzt noch ein bisschen weiter optimiert wird und in Zukunft sogar noch Videowiedergabe möglich ist. Weil, ja, der Video ist gar nicht mal schlecht. Oft dudelt ihr irgendwie ein Video immer nebenbei. Und ja, das wäre schön.